Teil 1 unserer Serie Irrtümer über Rechtsanwälte. Fachanwälte sind teuer. Guten Tag, mein Name ist Alexander Brederek. Ich bin Fachanwalt für Arbeitsrecht und Fachanwalt für Mietrecht und höre häufig das Vorurteil oder den Irrtum, Fachanwälte sind teuer. Und da habe ich jetzt gerade vor kurzem eine Studie gesehen, die betraf das Einkommen der Anwälte. Und da war es tatsächlich so, dass die Fachanwälte doch deutlich mehr verdienen als die Nicht-Fachanwälte. Und insofern ist ja die Frage, ist denn diese These hier in meiner Serie überhaupt richtig? Und man kann an meinem Beispiel ganz gut erklären, dass das nicht so ein halber Irrtum ist. Ja, es ist nicht 100% falsch. Also, Fachanwälte sind teuer. Wenn man die Kündigungsschutzprozesse, also mein Haupttätigkeitsfeld nimmt, dann muss man sagen, das stimmt nicht. Ich arbeite nämlich in Kündigungsschutzprozessen, wenn ich die von Anfang an betreue, immer zu gesetzlichen Gebühren. Wenn ich da irgendwas Angebissenes übernehme, wo ich jetzt plötzlich eine Berufung machen soll und da hat schon ein Kollege vorher drin rumgerührt oder ich muss, diese Woche habe ich 3 Anfragen gehabt, in laufende Verfahren einzusteigen, wo schon einmal der Mandant selbst und zweimal der jetzige Anwalt, mit dem die aber nicht so zufrieden waren, tätig war und ich soll da jetzt einsteigen. Da ist es manchmal so, dass ich sage, das geht nicht mehr zu den gesetzlichen Gebühren. Das hängt dann immer vom konkreten Stand an, was hat der da gemacht, was muss ich da prüfen, wie muss ich mich da einlesen. Ich muss ja dann den ganzen, ich sag mal so, manchmal Unsinn, den da der Mandant selbst oder auch der Anwalt geschrieben hat, den muss ich ja auch noch lesen und dann muss ich ja versuchen, wie ich das wieder hinbiege. Und das lasse ich mir natürlich dann extra bezahlen. Ja? Nicht immer, also wenn das überschaubar ist, wenn wir noch vor dem Gütetermin sind oder wenn wir in diesem einen Fall diese Woche sogar noch innerhalb der 3-Wochen-Frist sind, Mandant hat selbst Kündigungsschutzklage eingereicht, und ich kann aber noch alles reparieren. Ja, dann nicht. Dann mache ich meinen Standard. Ja? Aber da muss man immer mit mir nochmal drüber reden. Und da kann es dann auch manchmal sein, dass ich sage, nee, tut mir leid, also das geht nicht zu den gesetzlichen Gebühren. Wenn ich in die Berufung prüfe, nehme ich da mal extra erstmal für die Erfolgsaussichten, brauche ich 3 Stunden. Mein Stundensatz 300 Euro plus Mehrwertsteuer. Ja? Also insofern würde ich sagen, was meine Tätigkeit im Kündigungsschutz betrifft, bin ich nicht als Fachanwalt teurer als ein Nicht-Fachanwalt. Wenn wir jetzt mal woanders hingehen, Sie haben irgendwelche anderen Fragen aus dem Arbeitsrecht oder, also das ist unterschiedlich, da hängt es ein bisschen vom Streitwert ab, aber wenn wir mal ins Mietrecht gehen, im Mietrecht arbeite ich überwiegend nur mit Honorarvereinbarungen. Das liegt daran, dass die Streitwerte so niedrig sind, dass ich keine Lust habe, für die gesetzlichen Gebühren zu arbeiten. Da bin ich lieber nicht. Da mache ich lieber Urlaub mit meinem Sohn. Ja, muss man wirklich ganz klar so sagen. Und es betrifft nicht nur mich persönlich, sondern so eine Kanzlei hat eine bestimmte Kostenstruktur. Meine Mitarbeiter, meine Miete und sonstige Kosten. Wir machen viel Marketing. Ja. Ich muss also in der übrigen Zeit natürlich einen gewissen Satz einspielen. Und das geht mit den mietrechtlichen Gebühren nicht. Das ist ein großes Malheur, weil das dazu führt, dass im Wohnraummietrecht eben kaum noch wirkliche Experten unterwegs sind. Ich war neulich in einer Fortbildung zum Thema Mietrecht und da fragte der Dozent, ich selbst mache Fortbildungen, ich gehe aber ab und zu auch mal zu Fortbildungen, ich höre mir auch mal was von anderen an, ja. Ungern, weil ich dann mal so schnell einschlafe, aber ich bin einmal wach geworden und das lag daran, dass der Dozent in die Runde fragte, wer vertritt eigentlich auch Mieter? Ich war der Einzige in der ganzen Runde, der sich gemeldet hat. Da waren mindestens 20 oder 25 Anwälte. Ja, ich war der Einzige, der sich gemeldet hat, so ganz schüchtern hinten, letzte Reihe, Ecke, kurz vor der Tür, damit ich mal schnell raus kann, wenn Pause ist oder auch wenn nicht Pause ist. Und ich habe mich dann so gemeldet, gesagt, ich so. Ja, war der Einzige. Und ich auch nur unter bestimmten Voraussetzungen, Eigenbedarfskündigung und eben häufig eben auch nur mit Honorarvereinbarung. Die anderen machen es schon gar nicht mehr. Die nehmen nur noch Vermieter. Das ist natürlich schlecht für den Rechtsstaat eigentlich, ja, für die Situation, ja, wenn die Masse dann nur noch auf der Vermieterseite arbeitet, der Leute, die es sich leisten können. Ja. Ich will jetzt keinen meiner Kollegen da in Zweifel setzen, der aus Überzeugung noch die Mieter vertritt. Ja, das ist völlig okay. Ja, super. Mache ich ja auch deswegen. Ja. Also bei mir ist es weniger Überzeugung, bei mir ist es hauptsächlich, dass ich immer auf beiden Seiten im Spiel bleiben will. Ich will immer wissen, wie tickt die andere Seite. Und ich bin im Mietrecht und im Arbeitsrecht, habe ich ja schon oft gesagt,
gar kein Freund davon, dass so viele Anwälte nur eine Seite vertreten. Meiner Meinung nach werden die betriebsblind. Deswegen erzählen die teilweise auch immer so ein Unsinn. Ich will jetzt gar nicht sagen, was, weil wir sind ja jetzt in der Serie Irrtümer über Rechtsanwälte und ich habe ja gerade gesagt, fieseste Tricks und Dummheiten von Rechtsanwälten, die wollen wir ja nicht beleuchten. Ich mache ja selber auch genug Unsinn. Ja, das war Teil 1. In Teil 2 geht es um das Thema Anwälte sind Abzocker. Habe ich mir nicht selbst ausgedacht. Steht öfter unter meinen Videos. Also nehmen wir das mal. Ist das vielleicht wahr? Oder ich habe es ja in der Serie Irrtümer. Ist das vielleicht ein Irrtum? Danke für die Aufmerksamkeit. Abonnieren Sie gerne den Kanal. Tschüss, bis zum nächsten Video.